Hiermit fing alles an. Das HTC Dream oder T-Mobile G1 von 2008, das erste Android-Smartphone überhaupt. Und das schauen wir uns heute einmal genauer an. Vor 15 Jahren sah die Smartphone-Welt noch ganz anders aus als heute. Die erste Generation des iPhones war bereits auf dem Markt und während die Konkurrenz wie Nokia, Palm und Microsoft auf ihre eigenen Betriebssysteme setzen, launcht Google das Betriebssystem Android. Unter dem Namen T-Mobile G1 erscheint schließlich das erste Smartphone mit diesem neuen Betriebssystem in den USA, wenige Monate später auch in Deutschland. Im HTC Dream steckt ein ARM-Prozessor von Qualcomm, der mit 528 MHz taktet und über 192 MB Arbeitsspeicher verfügt. Strom zieht das Smartphone über einen auswechselbaren Akku, heute fast undenkbar, damals aber Standard. Auch das proprietäre Netzteil verfügt noch nicht über den heutigen USB-Standard. Die Eingabe erfolgt über die Schiebetastatur, per Touchscreen und über 5 Bedientasten. Der Touchscreen funktioniert anders als heute üblich, er lässt sich nur mit einem Tippen gleichzeitig bedienen, was eine Gestensteuerung wie beim iPhone unmöglich macht. Deshalb ist das Smartphone mit einem Trackball ausgestattet, mit dem sich komfortabel durch die Menüs scrollen lässt. Via HSDPA, HSUPA, Edge oder WLAN verbindet sich das Smartphone mit dem Internet. Der interne Speicher von stolzen 256 MB lässt sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 8 GB erweitern. Bluetooth oder ein Anschluss für Kopfhörer sind nicht vorhanden. Das HTC Dream ist mit einer 3-Megapixel-Kamera ausgestattet, die weder über Zoom noch über eine Bildstabilisierung verfügt, wie es heute Standard ist. 2008 war das zum Beginn der Smartphone-Fotografie recht ordentlich. Zum Vergleich, das Google Pixel 8 Pro verfügt über 3 Kameras mit 48 bzw. 50 Megapixeln. Eine Frontkamera besitzt es nicht. Bis zum Beginn der Selfie-Ära sollten noch einige Jahre vergehen. Auf dem HTC Dream läuft standardmäßig die Android-Version 1.5 Cupcake. Das letzte offizielle Update von HTC ist die Version 2.1. Mithilfe von Modding lassen sich aber auch mit einigem Bastelaufwand höhere Android 2-Versionen aufspielen. Auch wenn sich seitdem vieles getan hat, klassische Android-Elemente lassen sich schon erkennen. Die Aufmachung der Menüs erinnert schon an das heute verbreitete Layout. Außerdem musste man sich schon damals zwangsweise mit einem Google-Konto anmelden, um das Smartphone nutzen zu können. In unserem Testbericht von 2008 waren wir von der guten Bedienbarkeit und dem schnellen Browser angetan, vermissen aber die Entertainment-Features des iPhones. Der Bildschirm registriert die Eingaben sehr genau. Weil winzige Inhalte aber nicht wie beispielsweise beim iPhone mit einem Auseinanderziehen zweier Finger auf dem Bildschirm herangezoomt, sondern erst durch mehrmaliges Tippen vergrößert werden können, wünscht man sich oft den PDA-Stift für präziseres Antippen zurück. Doch der funktioniert auf einem Kapazitivschirm genauso wenig wie der Fingernagel. Ein Paukenschlag ist das erste Android-Smartphone nicht. Doch Android beginnt sich als Smartphone-Betriebssystem zu etablieren. Immer mehr Hersteller steigen auf Android um oder gehen hoffnungslos unter. 15 Jahre später, im Jahr 2023, ist Android mit knapp 71% Marktanteil das mit Abstand erfolgreichste Betriebssystem für Smartphones.